Ja, entschuldige kurz das Brummen. Ja, heute ist mal auf Wiedersehen von den Salamandern. Aber ja, da sind sie. Ja, ist ein bisschen traurig, aber sie gehen alle nach draußen und ja, das sehen wir dann auch gleich. Einmal nochmal ganz kurz. Auch falls ihr solche Tiere halt seht, ne, möglichst naturnah immer halten, möglichst viel Wasser und damals auch Algen direkt mitgenommen und geguckt, dass ich dann nach und nach mit Seemandel und so Erlenzapfen, Tanninen, möglichst natürlich die Tiere, ne, dran halte, keine Medikamente dran. Da, ja, Amphibien alles über die Haut aufnehmen, wie wir auch schon mal im Zayak-Video gesagt hatten, auch nochmal mit dem Pilzbefall aufpassen. Wer da ja, sich ein bisschen auskennt, wird das erkennen. Und ja, auch hier, man sollte sie nicht zu viel beifüttern und sonstigen. Ansonsten geht leider ein wilder Aspekt von ihnen weg. Ist nicht schön. Aber es sind halt Kannibalen, die draußen wortwörtlich um ihr Leben kämpfen. Und ja, selbst wenn sie mal ab und zu ein paar Würmchen bekommen haben, die hätten sie auch draußen bekommen, aber ja, sie müssen es halt alles alleine schaffen. Da ist eine große Auslese. Und ja, mehr als das können wir ihnen auch nicht beihelfen. Da jetzt einen Monat bestimmt auch hier wieder alles im Wasser klar ist und auch sich hoffentlich keine Nitratspikes mehr irgendwo bilden können durch tote Tiere, die halt irgendwo rumliegen. Ja. Können wir ihnen jetzt auch sagen, goodbye. What you say? Wie gesagt, geht es jetzt zurück für die kleinen Feuersalamandis. Ich hoffe auch, dass es ihnen dementsprechend gut geht dann. Kann man leider bei einer Wildart nicht sagen. Wenn ihr noch irgendwie weitere Informationen für irgendwelche Wildtieraktionen oder irgendwas braucht, oder irgendwie ihr retten, helfen, tun könnt, Bahnhof, unsere Naturschutzbehörde, oder falls ihr jetzt in Aachen, Köln oder so wohnt, könnt ihr auch die Unis anschreiben. Das wären, also ich glaube, das RWTH wird auch im biologischen Bereich haben. Ansonsten, was ich halt zum Beispiel oft höre, ist nämlich genau da, wegen den Fischen und den Reptilien in Aachen, ist der einzige Spezialist hier in der Nähe. Wie gesagt, es ist ein bisschen scheiße gelaufen hier mal alles in der Eifel. Und ja, ich hoffe, dass zumindest unser Gelege dementsprechend es gut macht. Ja. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und dann sehen wir mal. Hier sind nochmal unsere Kleinen drin. Voilà. Jetzt geht es ein bisschen unsanft. Überall hier rein. Und da sind sie schon. Na, das kennt ihr doch noch, ne? So. Und falls sich jemand fragt, warum das jetzt so schnell ging, natürlich haben wir kurz ein bisschen Wasser einträufeln lassen. Ja, so einfach ist Aquaristik schon fast. Gerade bei den Wildarten, die werden ein bisschen mehr abkönnen. Ich glaube auch jetzt bald werden sie alle rauskommen. Ein, zwei sind mir schon in der Hand hängen geblieben. Und dementsprechend werde ich mir jetzt einfach die Kamera mal von hinten packen, einen kurzen Cut machen und dann gucken wir mal, ne? So, jetzt sind wir mal hier aus der anderen Perspektive. So sieht eine Heimat aus von kleinen Feuersalamandern. Nach da hinten. Ich glaube mal nicht, dass wir jetzt irgendwelche finden, aber ich kann euch sagen, wo die Älterchen sind. Und zwar alle ungefähr da.
vielen lieben Dank fürs Wiedereinschalten. Und ja, wie kann ich euch sonst noch irgendwie danken, dass ihr uns so viel Aufmerksamkeit damals geschenkt habt und ja, mit dem Zayak zusammengebracht habt und wir dann auch zusammen ja, so viel jetzt nochmal machen konnten. Ich habe schon so vielen Stellen gehört, von so vielen Menschen mitbekommen, die von uns Futter bekommen haben, die uns angeschrieben haben und auch unter den ganzen Videos kommentiert haben. Wir haben ja überall geliked und uns das angehört. Daher nochmals vielen lieben Dank und ja, noch ein bisschen Restmusik. Ich hoffe, sie gefällt euch und dann zu downloaden gibt es das Ganze auf meiner Soundcloud. Natürlich gratis und ja, vielen lieben Dank euch. Tschüss. We'll be right back.